Und dann haben wir den Schutzhelm. Genau. Der ist sehr, sehr wichtig. Den werden wir hier ganz vorne platzieren. Weil das ist unser Ruder sozusagen. Mit dem können wir übers Wasser gleiten. Da brauchen wir eigentlich von dem anderen Zeug nämlich erstmal nichts mehr. Wir haben hier noch ein paar Anzeigen, die wir machen können. Ein Sitz. Na gut, der Sitz wäre vielleicht auch noch gut. Den werde ich gleich noch machen. Und ein Motor kann man auch noch mit einbauen. Ich weiß nicht, ob ein Motor zwingend nötig ist. Ich glaube schon, oder? Brauchen wir einen Ofen, Wassereimer? Wassereimer haben wir da. Ofen nicht. Haben wir Kobbeln in unserem Becken? Hier war noch was drin. Da ist noch Kobbel drin. Mal 8 Stück. Dann nehmen wir auch noch einen Motor mit. So, der Wassereimer. Und dann das Eisen. Der Wassereimer, ja, da wo er jetzt nur das Wasser verbraucht, mir nicht. So, der Motor kommt hier hinten hin. Könnte man befüllen, wenn man möchte. So, deshalb denke ich mal, der wird nicht zwingend nötig sein. Was ich jetzt noch haben möchte, ist der Passagiersitz. Und dann sind wir eigentlich damit auch fertig. Wolle habe ich nicht dabei, daher gehen wir mal kurz ins Lager. Ey, ich möchte hier nur rein. Ich möchte hier nur rein. Danke sehr. So, wir sind ja ein Glück hier gleich in der Nähe. Oh, ich muss mal den Dings hier mal absetzen. So, das Lager auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das sortiert war, aber hier muss doch irgendwo Wolle gewesen sein. Hier, genau. 3 Wolle brauche ich einfach nur. Ja, nicht. Ich esse mal kurz was. Ja, gut, kann ich gleich hier reingehen. Hier Passagiersitz. Falls irgendwer mal mitfahren will, ist nicht für uns, glaube ich, gedacht. Sondern, wie der Name schon sagt, Passenger Seat, Passagiersitz. Aber nice to have sozusagen. Boah, ich dachte, weil ich keine Brustplatte anhabe, dass dass mein Jetpack kaputt gegangen ist. Aber ein Glück nicht. So, das Schiff wird eines Tages optimiert. Ich gehe mal kurz in die Optionensteuerung. Ich möchte mal kurz schauen, was hier. Und zwar, ich brauche diesen Knopf, glaube ich. Packe ich mal auf N. Auf das hier. Ah, M ist schon besetzt. B ist schon besetzt. K. Oh, shit. L. Nee. I auch besetzt. Hier ist alles besetzt. G ist auch besetzt. X. Y ist noch nicht besetzt. Und C ist besetzt. V ist noch nicht besetzt. Schauen wir mal. Wir fahren erstmal los. Weil ich möchte von diesem Ort hier erstmal weg. Wir haben ja hier auch unsere große Karte. Wir wollen erstmal von hier. Fahren wir hier durch den Sumpf. Ich hoffe mal, kommen wir gut durch. Um dann zum Hafen zu gelangen. Das ist ja hier nur die Werft. So, Assemble Ship, genau. Und was war Disassemble? Mal kurz schauen. Disassemble war Backslash. Oh. Gerade das brauchen wir. Packen wir mal auf Ö ist das. Auf Ö. So. Assemble. Und Mount. So sind wir jetzt auf dem Schiff hier drauf und können damit losfahren. Ist erstmal langsam, weil wir auf dem Festland sind. Wir sind ja auf dem Festland. Kommen jetzt erstmal nicht weiter. Shit. Dann Ö. Dann können wir nämlich hier aussteigen und. Ja gut. Die Spinne verdauert jetzt da unten. Wir kamen wahrscheinlich nicht weiter, weil hier die Werkbank ist, oder? Vorsicht, Creeper, Creeper, Creeper. Weg mit dir. Gut. So, auf ein neues. Nochmal nachschauen. Das Assemble, da werden jeweils die Blöcke des Schiffes gezählt und auch wirklich markiert, dass wir damit fahren. Und wir haben halt auch diesen blauen Boden gebaut, weil sonst würden wir die ganze Welt jetzt hier markieren. Das ist ja nicht in unserem Interesse. So, Leute, jetzt geht es los. Wir fahren aus der Werft hinaus. Wir werden große Schiffe bauen, wir werden auch Flugzeuge bauen. Kann man alles hier mitbauen und selber dann steuern. So, wir sind gleich aus der Werft raus und fallen gleich ins Wasser hinein. Da geht es dann wirklich gut los. Und wir müssen erstmal hier komplett raus.
So, wir sind jetzt immer weiter und jetzt sind wir im Wasser. Man merkt es, wir schwimmen hier und wir können jetzt hier mit schön steuern. Kaputt gehen wird das Schiff nicht, wenn wir irgendwo gehen können. Das ist auch nochmal ein sehr guter Vorteil. Ich muss erstmal kurz schauen, wo wir langfahren. Hier ist alles Festland. Das ist doof. Wir brauchen noch. Das hier wird ja auch nochmal ausgebaut, dass wir hier durchfahren können. Allerdings können wir da jetzt noch nicht durch. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Ort suchen. Wir müssen eigentlich da durch. Oh nein, es wird Nacht. Hier sieht man jetzt auch das Wasser. Okay, das ist vielleicht ein bisschen dumm gemacht von mir. Muss ich dann später nochmal schauen. Ich versuche mal, ob ich da durchkomme. Das wäre eigentlich schon ganz cool. Jedenfalls muss ich das da aufgraben. Nee, da kommen wir nicht durch. Ganz knapp. Jetzt wird es auch noch Nacht. Fällt mir eigentlich gar nicht. War nicht erst Nacht? Mann. Ich habe so ein bisschen die Zeit noch nicht drauf. Wir müssen uns doch einen anderen Weg suchen. Der Fluss da hinten, der führt auch in eine Sackgasse. Der Fluss wäre hier noch möglich. Aber selbst hier gibt es ein paar Schwierigkeiten. Gerade hier wird es eng. Da wird es eng. Und wir müssen wirklich hier komplett den Umweg fahren. Oder schwimmen. Ich glaube, das müssen wir sogar. Okay, dann geht's los. Umso eher sind wir zu Hause. Auf eine kleine Schifffahrt. Und ja. Kann ich ja währenddessen so ein bisschen hier erzählen. Zum Let's Play zum Beispiel. Ihr werdet hier in diesem Let's Play auch, denke ich mal, relativ aktuelle Themen vorfinden, die so in der Welt passieren oder worüber ich halt generell ansprechen kann. Oder generelle Gesprächsthemen werdet ihr hier auch finden, weil Minecraft war für mich halt schon immer ein Projekt, wo man ganz easy wirklich über Dinge reden kann, über die man sonst nicht so reden kann, weil man dann vielleicht im Let's Play Storyverläufe hat. Und ja, oh, man kommt selbst hier schwer durch, wie ihr merkt. Da kommen wir durch den Fluss auch sehr, sehr schwer. Aber egal. Ja, ich werde halt hier wieder über Themen reden, so wie ihr es von früher kennt. Ich weiß nicht, ob jemand noch da ist, der früher das Minecraft Let's Play gesehen hat. Ich weiß generell nicht, was Minecraft jetzt für einen Ansturm bekommen wird. Ob es überhaupt wen juckt sozusagen, weil ja eigentlich schon sehr, sehr viele Folgen da sind. Wir sind ja schon über 300, glaube ich. Und ja, ist halt auch eine extrem lange Pause gewesen. Die Folgen findet ihr natürlich auch immer in der Playlist. Und da findet ihr natürlich dann auch dementsprechend die alten Folgen, die ich dann damals halt aufgenommen habe, sind auch sehenswert, würde ich mal behaupten. Also Minecraft hat mir schon immer Spaß gemacht. So, kann ich hier eine kurze Abkürzung nehmen? Das wäre schon okay. Ja, doch, da passe ich durch. Mit einem großen Schiff würde ich dann nicht durchpassen. Ja, später, wenn wir so eine Flugzeuge bauen oder generell irgendwelche fliegenden Fahrzeuge, dann werden wir solche Probleme nicht haben, weil wir dann nicht aufs Wasser angewiesen sind. Aber hier sind wir halt auf dem Wasser angewiesen. Was ist denn das hier? Lol. Tankfehler? Oder was? Ich muss hier raus. Ich muss da raus. Das ist hier leicht verbuggt. Zombie? Ah, ich kann nicht. Kann nichts hier abschießen, okay. Ja, so ein bisschen buggy kann schon die Mod sein. Aber trotzdem, ich finde die so geil. So, ich glaube, wir sind zwar schon auf dem Rückweg, genau. Aber die Chancen werden, glaube ich, auch hier neu generiert. Daher laggt es jetzt hier auch. Ich habe das nebenbei auf dem Server laufen. Auf dem privaten Server. Und das sind eindeutig hier Biomes of Plenty Chunks, glaube ich. Hier zum Beispiel diese Meere hier. Das sieht schon mega geil aus, also das auf jeden Fall. So, Vorsicht, da ist wieder so ein Chunkfehler.
kann ja mal hier so ein bisschen so. Wir können uns ja trotzdem an Land orientieren, um dann wirklich zum Hafen zu kommen, wo wir damals gebaut haben. Na doch, hier geht es dann weiter. Ich muss noch mal kurz auf die Karte schauen. Okay, da vorne ist eine fliegende Insel. Ach, es dauert noch eine ganze Weile. Es dauert noch eine ganze Weile, okay. Es wird auch mal Zeit, dass wieder Tag wird. Das wäre schon sehr, sehr knorke. Hätte ich voll Lust drauf. Ja. Ganze hier nämlich auch bei Tag zu sehen. Bei Nacht ist zwar auch cool, eine geile Atmosphäre. Passe ich da jetzt ernsthaft nicht durch? Ach komm da. Ach Leute. Passe ich wirklich nicht durch. Umdrehen, umdrehen, umdrehen und. So, hier durch. Ja, man passt halt nur dadurch. Also. Dadurch, wo auch eine Breite da vorhanden ist, wie die Breite des Schiffes. Oder vielleicht muss das nur noch ein Stückchen breiter sein. Ich weiß es nicht mehr, wie das genau war. So, da hinten ist ein Enderman. Ab der nächsten Folge geht es dann auch wieder richtig los mit Bauen. Wir sind ja jetzt in der zweiten Folge schon mit drin. Schaue ich hier auf eine Sackgasse zu? Ja, tue ich. Das ist das Sumpfbiom, wo wir eigentlich durch wollten, oder? Ich hoffe. So, hier sind Seerosen. Ich glaube, gegen die können wir ruhig fahren. Die gehen nicht kaputt, aber wir gehen halt daran auch nicht kaputt. Würde ich jetzt mal vermuten. Also wir können ja mal da durch das Seerosenfeld durchschwimmen. Ja, passt alles. Das finde ich auch gut so von der Matt. Kann man ja noch ranzoomen, oder? Ne, wir haben schon 0,5. Ja, das ist das Biom, wo wir durch wollten. Okay, dann ist es wirklich nicht mehr so weit. Wo ist der Mond? Schon auf einem absteigenden Ast sozusagen. Ist das da? Ach, das ist Kies. Komm, hier durch, oder? Komm, komm, komm. Ja, doch, wunderbar. Wenn wir übers offene Meer fahren oder wirklich die Flüsse ausgebaut haben, dann gibt es solche Schwierigkeiten nicht mehr. Ich denke mal, wir werden auch noch kleinere Boote bauen, womit man dann einfach besser vorbeikommt. Wir werden die Boote auch ausstücken mit. Okay, jetzt kommen wir hier nicht voran. Ich glaube, jetzt das Wasser ist zu flach. Kann das sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir die Boote auch mit Kisten ausstücken, dass wir dann später da auch dementsprechend Sachen lagern können und transportieren können. Mehrere Sachen können die auch wirklich auch während der Fahrt da, glaube ich, auch drauf zugreifen. So, hier ist jetzt unser Hafen. Dann steuern wir mal direkt darauf zu. Sonne, Mond geht auch schon fast unter. Dann werden wir unser Schiff erstmal da ablegen, weil dafür ist der Hafen da. Wieder sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht nach einem kleinen Schankfehler aus oder so. So, hier durch. Richtig? Nee. Hier bin ich komplett falsch. Muss da hoch? Ja, wenn wir angekommen sind, ist schon längst Tag. Ist schon kommen. Bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich richtig. Ich kenne halt auch die Welt nicht mehr so ganz, wie ich sie mal kannte. Aber es soll sich hoffentlich. Nein. So, hier haben wir ja damals geterraformt. Daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Weil das sehr, sehr viel Arbeit war. So. Vorsicht auch vor Creepern oder so. Schießen kann ich nicht. Aber ich kann hier unser Schiff einfahren lassen. Gut schauen, dass auch genügend Platz ist zum Hafen. Aber das sieht doch ganz gut aus. Dann, ich hatte es glaube auf Öl. Sind wir jetzt hier drinnen und hier ist auch kein Wasser reingelaufen. Sehr schön. Weil wir dürfen nicht so nah sein, weil sonst wir uns mit dem Hafen verbinden und das wollen wir nicht. Stimmt, Zimmermannsmod gibt es ja auch noch. Die hätten wir verwenden können.
So, dann gehen wir mal kurz an Land. Was ist denn das hier? Das ist noch Eis. Eis von Schnee, den wir hier hatten. Ja, das Let's Play hat ja so gesehen pausiert in der Weihnachtszeit. Daher, der letzte Stand ist wirklich so mit Schnee gewesen und so. Aber okay. Ist hier ein Bett? Ne, das ist ein Lagerhaus. Ne, wir haben hier kein Bett. Ah, oh, unser Feld. Ja, wie ich das vermisst habe. Wie ich das vermisst habe. Generell, ich habe hier so viel vermisst. Unsere Fabrik, die wir zum Schluss neu gebaut haben. Generell die Schmiede da hinten. Es ist so geil, unser Windkraftwerk. Wir werden uns erstmal darum kümmern, dass unsere Sachen aufgeladen werden. Ich weiß nicht, ob alles vollgeladen ist.